Servus Leute, hier ist wieder euer Witz der Woche vom Schinobel höchstpersönlich. Das ist ein Mann, der kommt in die Bar und sagt, Leute, guckt mal alle her, was ich hier hab, das habt ihr noch nie gesehen. Hat das Rucksack dabei, der macht auf, auf einmal galoppiert er so ganz langsam ein 30 cm langer Schimmel raus. Dann geht er so raus, trabt er so ein bisschen über die Theke, über die Tische, alle sind so total begeistert. Ein 30 cm langer Schimmel, das haben wir noch nie gesehen, wo gibt's das, wo hast du das her? Und der Barkeeper auch, das will ich auch haben, wo hast du das her, mein Freund? Und das sagt der Kronbarkeeper, ich gebe dir einen Tipp, da draußen ist ein Antennenpfahl, an dem musst du dich ordentlich reiben. Da kommt eine Fee, die erfüllt deinen Wunsch. Der Barkeeper kann es natürlich kaum erwarten, hüpft über die Theke drüber, raus und er sieht den Antennenpfahl und reibt und reibt und reibt. Und da kommt auf einmal die Fee und sagt, Barkeeper, du hast den Wunsch frei. Sagt der Barkeeper, das ist natürlich geil. Sagt er, ich hätte gern 5 Millionen in Schein. Bam, guckt er, kriegt er 5 Millionen in Scheiben. Sieht aus, das ist einfach Beschiss. Geht er zurück zu dem Typ, sagt er, ich glaube, deine Fee ist ein bisschen schwerhörig. Ich habe mir 5 Millionen in Scheiben gewünscht und krieg 5 Millionen in Scheiben. Sagt der Typ, natürlich ist es schwerhörig. Oder meinst du, ich habe mir einen 30 cm langen Schimmel gewünscht. Tschüss.